Da kommen ja noch mehr. Hallo ihr Süßen. Komm, ich schneide euch mal ein bisschen auf. Was haltet ihr denn davon, hä? Alter, wie sie die einmal so satt durchschneidet. Ich will sie echt nicht im Weg stehen, wenn sie sauer ist. Da geht die ja voll ab. Und jetzt geht sie ganz gemütlich. Hallo ihr. Na? Alter, wie viele das auf einmal werden. Aber Ciri ist anscheinend ein bisschen im Rausch und rastet voll aus. Das finde ich gut. Das finde ich allgemein ziemlich gut. Na, ihr Opfer. Alles voller Opfer. Das sind echt alles nur Opfer gerade für sie. Enelle, können sie noch sagen. Und dann werden sie auch schon aufgeschnitten. Ja, ja, genau. Ihr tapferen Krieger der wilden Jagd. So, wo ist Karantier? Wo ist das Karantier? Der fuchtelt da mit seinem Stäbchen rum. Ey, yo. Da kannst du lange warten. Er kann auch teleportieren. Das ist ein bisschen... Huch. Der ist ganz schön fix. Oh yeah. Nix ist. Was war das denn? Oh, sag bloß, sie hat den Stab kaputt gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Hehehe. War wohl nichts mit deinem doofen Zauberstab. Ciri, möchtest du vielleicht kurz aufstehen und, weiß schon, weiterkämpfen? Mal ganz schnell kurz. Jetzt, bevor er dich umbringt. Ciri? Vielleicht. Ciri? Oh mein Herz, Sirael. Oh mein Herz. Da greift er ins Leere. Isgard. Das sag ich auch immer. Aber auf mich hören die Leute ja nicht. Ah, guck an. Wer war denn da eingefroren und taut gerade wieder auf? Hexer. Also gut. Bringen wir es zu Ende. Aber gerne. Aber sehr gerne bringen wir es zu Ende. Du alte Senflaus. Was war das denn? Na, ah, mit seinem Rumteleportieren wieder hier. Siehst du, so einfach ist es nicht. Und das erkannt ist es noch mehr. Ach du Scheiße, jetzt wurde hier so ein Reißgenius hier. Oh, und einfriert. Einfrieren friert er mich auch noch. Oh, das war zu kurz. Au! Du kannst nicht gewinnen. Auch nicht, wenn du mich tötest. Naja, das lassen wir mal drauf ankommen, oder? Wollen wir doch mal sehen. Ich töte dich erstmal und dann gucken wir, ob ich eventuell doch noch gewinnen kann. Vielleicht habe ich ja Glück. Was hat er da jetzt wieder rangeholt? Ich hatte ihn fast down. Fast down. Ihr habt es gesehen, oder? Oh, wer blutet denn da? Ah ja, dreh's noch rum. Was? Nein, doch nicht unter Wasser. Das ist unschön. Ich kann unter Wasser doch nicht atmen. Was fällt dir ein? So eine Sau, weißt du, im letzten Moment, wenn er stirbt, denkt er sich, oh, nehme ich Geralt noch mit. Okay, jetzt sollten wir aber schnell auftauchen. Scheiße, das ist eine Eisdecke über dem Wasser, ne? Tauch an die Oberfläche. Ja, das habe ich in der Tat vor. Schneller, schneller. Komm schon. Komm schon. Na, bleib doch nicht daran hängen, du Senf. Du musst da... Oh. Huch.
Schneller, Geralt. Oha. Da oben ist Party angesagt, oder wie verstehe ich das? Da scheint einiges zu brennen auf dem Wasser. Geschafft. Komm schon, Geralt, nicht lange rumheulen. Es ist ein bisschen bedrohlich, dass die ganzen nilfgaardischen Schiffe am Brennen sind. Ciri! Nein! Nein, 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 nein. Oh shit, ich muss da schnell hin. Wer kommt da denn an? Alter! Alter! Krasser Scheiß, Baby. Krasser Scheiß. So, ich muss Iridin finden. Geh an Ufer der, geh an Bord der Nagelfahr. An Ufer vor allem. Das möchte ich ja sehr gerne. Das ist unsere Chance, Jarni. Oh. Du und deine Leute kämpfen gegen die Nilfgaarder kämpfen nicht alleine, sondern haben jetzt auf einmal die netten Skelliger auf der Seite gegen die wilde Jagd. Das ist interessant. Größtenteils. Ja, ich soll an Bord der Nagelfahr gehen. Ich weiß, ich weiß. So, ich laufe da jetzt einfach. Gute Nacht. Hey, hey. Oh, da brennt jemand. Haha, wer will Stahl von Skellige schmecken? Bei der Nagelfahr. Auf wen sollen wir schießen? Wir ersaufen euch Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist. Ah, die Skelliger, die rasten wieder ganz schön aus. Ich mag die einfach, die Skelliger. Die haben einfach, die haben richtig dicke Eier. Alle, die da sind. Geralt, möchtest du dein Schwert vielleicht mal ziehen? Dann funktioniert das besser mit dem Kämpfen. Auf den Weg, Hurensöhne! Genau, Hurensöhne, aus dem Weg! Okay, gehen wir an Bord der Nagelfahr. Das kann ja nur gut ausgehen. Oh. Was? Wie? Nein! Wer? Nein! Nein! Nicht Krach! Nicht Krach! Verdammt! Krach, warum stellst du dich ihm alleine entgegen? Fuck. Wir können ihm noch helfen. Wir müssen schnell sein, dann können wir ihm noch helfen. Verpass ihm eine, Kraft. Verpass ihm eine. Halt's Maul und kämpf! So spricht dein Skelliger. Du hattest deine Chance. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Ich komme, um dich umzubringen. Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Später bist du tot. Wenn du im Sterben liegst. Ich werde nicht im Sterben liegen. Da verwechselst du mich mit dir selbst. Du verdammte Mistsau. Okay. Bitte, hier. Ja, Pirouette, Finte. Weißt du, was ich noch ganz gut kann? Anzünden. Oh, da kann er aber gegenhalten. Okay.
daneben. Komm schon. Verdammte. Au. Oh, Mist. Jetzt hat er getroffen. Ah. Du mit deinem Teleportierscheiß, Alter. Was ist das denn? Was? Öffne auf einmal ein Tor in eine andere Welt? Was wird das denn, wenn es fertig ist? So ein Radabjunge? Weißt du, was ich dazu sage? Du willst kämpfen? Dann kämpf doch, anstatt dich irgendwo hin zu teleportieren und deine komischen Eulenblitze da zu werfen. Guck mal, wenn ich Katetsche vor die Fresse krieg. Geralt, komm, verpass ihm eine. Komm, hau zu. Ah, das ist so ein Feigling. Geralt, warum wirfst du jetzt in die falsche Richtung? Da ist Iridin. Halt bloß nicht runter. Oh. Voll ins Gesicht. Ja, teleportier dich doch wieder. Gleich ist er am Ende. Ja, natürlich haut er ab zum... Was wird das jetzt? Ist ja schon wieder so ein Portal. Au! Scheiße, ich muss ihm durch das Portal folgen. Schätze ich mal. Ah, natürlich haut er wieder ab, der feige Hund. Bist du hässlich? Der ist wirklich verdammt hässlich und vor allem ist er jetzt tot. Voll ins Gesicht, Baby. Auf dem zweiten sieht man besser. Huhu. Ich hab's dir gesagt, Junge. Ich hab's dir gesagt. Ich bin hier, um dich zu töten. Wolltest du mir nicht noch was sagen? Du hast mir also was zu sagen. Avalach hat uns beide hinter... Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt. Und ist mit Cirilla verschwunden. Ich habe es ja beinahe nicht befürchtet, ehrlich gesagt. Was? Ah, Viecher, natürlich. Alles voller Viecher. Ups. Hey, der ging ins Leere. Danke, Yennefer. Ich hätte ja so gern Iridin gelootet. Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Der komische Turm. Es ist also noch nicht vorbei. Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber... Aber? Das Tor zwischen den Welten ist offen. Oh, das wir ist müssen den Turm negativ, schnell, oder? Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht fuck werden kann. Was werden wir dort finden? Wenn man den Folianten Glauben schenken kann, werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Geil. Schwerkraft, Zeit. Und Vic wird komplett auf den Kopf gestellt. Ast rein, Baby. Da freue ich mich schon drauf. Doch, oder? Kein bisschen. Die Sphärenkonjunktion hat begonnen. Die Welten, die sind ausgerichtet. Sie durchdringen sich gegenseitig. Avalach könnte das ausnutzen und die NL herbringen. Oder Schlimmeres. Was ist denn noch schlimmer? Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Mhm. Ja, komm, sie ist vermutlich direkt in dem vorsichtig Turm. Ah, fuck, dieser Avalach. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren.
Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie Eredin, nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Scheiße! Ein Erdbeben? Wir müssen uns beeilen! Aha, ein Haufen Soldaten laufen da noch rum. Das Schiff zerbricht jeden Moment! Dann sollten wir uns beeilen. Was für ein Hohlraum? Wir laufen einfach weiter. Komm. Einfach weiterlaufen. Oh, shit, 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 shit. Hier ist die Kacke am Dampfen gerade. So ein bisschen. Ah, die sind noch vorbeigekommen. Aber was fällt da bitte vom Himmel? Meteoriten? Holy crap. Ich hab ja geahnt, dass wir aber nach... nicht vertrauen können. Ja, dann schnappe ich mir halt ein Pferd. Kein Problem. Achso, das andere Pferd. Folge gerne, Fei. Ich will dir gerne folgen. Avalach. Ich hab doch geahnt, dass er Ziri noch für eigene Zwecke missbrauchen will. Alter, Riesen. Wir laufen weiter. Aber du möchtest bitte vorgaloppieren, damit ich dir folgen kann. Ich will jetzt nicht unbedingt gegen alle Riesen kämpfen. Da kommen noch mehr. Ja, egal. Einfach weiter. Wir müssen uns beeilen, Geralt. Die Tore zwischen den Wänden sind größer. Ich versuche mich zu beeilen, aber du läufst ja nicht vor. So, jetzt läuft sie vor. Jetzt aber nicht mehr hinterher. Wir haben nicht viel Zeit. Alter, hier regnet das aber auch. Feuer und Hölle, meine ich nicht. Feuer und Hölle. Das wäre... Achso, hier steigen wir wieder ab. Die weiße Kälte. Was hat wen erwischt? Die verdammten weißen Kälten schon wieder. Wir werden begraben. Warte. Wahres Zabel. Bleib dicht bei mir. Okay. Diese Eiseskälte schon wieder. Aber sie hat anscheinend einen Zauber dagegen. Sie strahlt einfach natürliche Hitze aus jetzt. Boah. Dieser Avalach, den schneide ich auf. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Jennifer, möchtest du bitte nahe dranbleiben? Sonst erfriere ich. Das ist schlecht für uns beide. Die Welt geht echt gerade so halbwegs unter. Oh! Was ist das denn für ein hübscher Planet da oben? Kennen wir den? Der sieht bekannt aus. Das ist also die Sphärenkonjunktion. Ach du Scheiße. Guck mal, das ist genau der Turm, vor dem ich schon mal stand, wo ich nicht hineinkam. Genau der Turm ist es. Und ich sagte mir, hey, vielleicht kommen wir da später mit einer Mission rein oder so. Und guck mal einer an. So, Mission ist Folge Jennifer. Jennifer, möchtest du dich vielleicht beeilen? So ein bisschen. Du schleichst gerade ein wenig. Das kommt, wenn man mit hochhackigen Schuhen im Gebirge ist. Na, das sieht ihm ja mal wieder ähnlich. Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein. Ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen, kommen wir beide durch? Nein! Du musst alleine gehen! Okay. Ich komme mit Ciri zurück. Ich weiß. Da kannst du auch Gift drauf nehmen. Oder nimm lieber kein Gift. Das könnte dir schaden. Jetzt, Geralt! Nix wie rein. Ist in Ordnung? Mir geht's gut. Okay. Geh jetzt! Und bestell Avalach! Herzliche Grüße! Ja, mit meinem Schwert. Mitten durchs Gesicht. Dieser Penner begibt dich zum Elfenturm. Okay.